sind wir ziemlich mittig. Ich lasse es mal drin. Ja. Los geht's. Standing by. So, ich habe kurz gecuttet, damit wir dann während dem Rennen keine böse Überraschung mit einem unglücklichen Cut erleben. So, wie sieht es da hinten auf? Ist ganz knapp in der ersten Kurve, deswegen lieber früh genug bremsen. Keine wilden Richtungsänderungen. Schon schlimm, wer da alles abkürzt innen und nicht bestraft wird. Ich vermute mal, Lambrosio ist da definitiv mit allen Vieren über den Korb gefahren. Werden wir gleich wieder zurückgeholt. Und dann bremst er uns beinahe aus. Fett! Wir wollen dranbleiben. Natürlich gibt es in der ersten Runde noch kein DRS, schade. Aber vielleicht können wir uns auch im Windschatten einigermaßen ransaugen. Aber eher nicht. Die matchen sich davon. Hey! Ja, das tut mir leid. Aber das war nicht okay. Verdammt! Das sind nicht unsere Lieblingskurven und das wird wohl auch keine große Liebe mehr werden. So, da bleibe ich. Wenn du mich holen willst, musst du es innen versuchen. Na toll. So, die Schikane haben wir inzwischen drauf. Ah, was? Also ich würde lachen, wenn ich da nicht zumindest einmal rausfahre während des Rennens. Der Reifen. Ah, das könnte knapp werden bis zum Boxenstopp. Vettel's just posted the fastest lap of the race. 22,5. Wir fahren 1,26,1. Naja.
Ist okay. So, der Tonio ist hinter uns, hat sich noch da vorbeigeschoben am D'Ambrosio. Gilt die Konzentration aufrechtzuhalten. Das war am Limit, aber das war eigentlich ganz gut. Ah was? 1,3, das reicht, um kein DRS-Opfer zu werden. Vor allem solange die sich da hinten gegenseitig matchen, sind wir vorne fein raus. Okay, der will mich jetzt schon an der Box. Mal schauen, ob ich da nicht sogar noch eine Runde anhängen werde. So, D'Ambrosio ist wieder vorbei an die UCI. Jedes Mal aufs Neue habe ich hier Angst. So, wir können immer noch grüne Rundenzeiten fahren, daher würde ich sagen, grüne Sektorzeiten, ich bleib noch eine draußen. Wenn das eher riskant ist. Vor allem, weil da jetzt alles von mir rauskommt. So, Spritmenge, ja. Wenn ich jetzt nicht zurückschalte, werde ich sparen müssen. Jetzt ist der Reifen im Arsch. Alonso lassen wir fahren. Da ist keine Gefahr. Das war jetzt definitiv der Reifen und das hat uns natürlich Zeit gekostet. Ich hoffe, das wirkt sich dann nicht aus im Boxenstopp. Vielleicht war es keine so gute Entscheidung, noch eine Runde draußen zu bleiben. Ja, lassen wir Schumacher vorbei. Der ist auch schneller als wir. Das ist kein unmittelbarer Renngänger. Oh, ich fürchte, was Liuzzi kommt da mit uns rein. Ja, da stellt sich jetzt natürlich an, das tut mir leid. Wir brauchen trotzdem sehr lange am Boxenstopp. Ja, wir haben dem
Luke und Antonio jetzt wohl eine gute Platzierung gekostet. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal cutten. Allerdings nach der Schikane. Ups. Reifen ist noch kalt, man merkt's. Ich werde etwas vorsichtiger. Ja, sorry, da war der Cut. 10 Minuten waren um. Nichts passiert. D'Ambrosio überholt uns. Nicht so einfach mit kalten Reifen. Nicht mal im Windschatten kommen wir daran. Beschleunigen wir ihn aus. Dürfen wir auch noch auf DRS schalten. Das Standard. Das war die ganze Zeit der Flow. Mit dem Flügel bleiben wir da vorne. Ups. So, jetzt heißt es wieder konzentrieren, das war jetzt alles etwas viel auf einmal. Mit dem Cut und dem kalten Reifen. Und dann D'Ambrosio am Nacken. Uns da mal abzusetzen. Gut, wir haben wieder etwas Spritreserven. Das werde ich dann gleich nochmal auf Fett stellen. Die letzten beiden Runden, denke ich. Ziel wird jetzt lauten, den 18. ins Ziel zu bringen. Schön die Konzentration oben halten. Die Virgin sind nicht mehr so schlecht, also wir haben es bereits in den letzten Rennen gemerkt, die haben es gut entwickelt anscheinend. Und sind schon echt schwer zu knacken. Dann nochmal auf Fett. Sehen, wie lang es hält. D'Ambrosio. Wieder rechtzeitig vom Gas gegangen. Reicht das? You need to find some speed. The car behind is closing in.
kein DRS-Opfer zu werden. Ah, da sind wir jetzt gut durch. Hier möglichst gut rauskommen dann. Nicht optimal. Aber ich denke, er ist weit genug weg, dass das eine Gefahr werden könnte. Das war über eine Sekunde Rückstand. Ups, ist der Reifen schon so schlecht? Nein. Vettel ist durch. Wir werden jetzt kein Risiko mehr eingehen. Weber drückt nochmal eine schnellste Runde hinten nach. Sprit ist aus. Gut eingeteilt. Ich glaube, an die Box fahren könnten wir nicht mehr. Oh, das passt. 18. Platz. Puh. Nur sogar einen Platz gewonnen. Hier alles beim Alten, ihr seht, Petrov ist unerreichbar. So, und da könnte man sich mal was Neues einfallen lassen. Das wird langsam etwas langweilig. Deswegen klicke ich weg. Ja, das war's mal wieder fürs Erste. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben keine Mails. Und es geht dann weiter in Singapur. Das könnte ein interessantes Rennen werden. Startkurs, alles sehr eng. Eigentlich genau unseres. Tja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.